Die Sicht war noch schlecht angesagt. In hohen Lagen hat es eine Dreier-Lawinenstufe und es hat in den letzten Tagen heftig gestürmt. Von einem guten Freund, mit dem ich die Tour letztes Jahr durchgeführt habe, habe ich zudem den Tipp bekommen, dass die Schneeauflage für die Skitour auf den Wannenkopf bereits ab Fassstraßenbeginn ausreichend ist. Die Tour könnte also bei den Bedingungen gut passen. Geparkt haben wir auf dem großen Parkplatz in Obermeißelstein vor dem Riedbergpass. Die paar Meter zum Tourenbeginn links über die Brücke sind wir zurückgelaufen und am Abzweig zur Tour ist mittlerweile ohnehin ein Parkverbotsschild aufgestellt. An der Übersichtstafel kann man den Aufstieg noch einmal begutachten. Wir folgen der Forststraße, die auch zum Riedberger Horn führen würde. Diese war nur ganz kurz zu Beginn geräumt und mit einer guten Schneeauflage versehen. Auf dieser Forststraße bleiben wir, bis nach links ein Weg mit einer Beschilderung Wannenkopf abzweigt. Wir sind auf den ersten freien Hängen und die Sonne lässt sich blicken. Da schaut die Winterlandschaft gleich noch einmal schöner aus. Der Sonnenschein war nur von ganz kurzer Dauer. Wir bewegen uns mittlerweile am linken Waldrand bzw. im Wald auf einer Forststraße nach oben. Abgefahren wird etwas weiter rechts. Aufstieg und Abfahrt kommen wieder zusammen und es geht am Wildzaun entlang und an dessen Ende links weiter auf der Forststraße. Mittlerweile dürfen wir ganz ordentlich spuren, das dürfte nur selten der Fall sein. Wir treffen auf das Sackgassenschild, hier kommen wir geradeaus von der Abfahrt herunter. Letztes Mal sind wir der Forststraße nach links gefolgt und dann über eine steile Schneise nach rechts auf den Grat gelangt. Heute halten wir uns auf dem Sommerweg, der in der Mitte durch den Wald führt. Wir sind nun am Grat und sehen die schönen Abfahrtshänge. Am Ende des steileren Waldes geht es noch einmal eine Schneise nach links und dann den letzten Aufschwung hinauf zum Gipfel. Wir hängen bei den tollen Verhältnissen heute gleich noch eine zweite Tour respektive einen zweiten Aufstieg mit an. Es geht also erst einmal weiter mit der Abfahrt zur Riedbergstraße, etwa in Höhe der Wannenkopfhütte. Dazu queren wir gleich nach den ersten Abfahrtsmetern vom Gipfel nach rechts oberhalb des Wildschutzgebietes in Richtung Bolgen. Am tiefsten Punkt, bevor wir wieder etwas zum Bolgen ansteigen müssen, geht es dann über Lichtungen leicht links haltend nach unten. Es folgt eine Lichtung auf die andere, nicht zu steil, aber steil genug für eine zügige Abfahrt. Die erste Abfahrt des Tages ist geschafft. Nachteilig ist, wir müssen da wieder hoch. Das Ziel ist erreicht, der Parkplatz der Wannenkopfhütte an der Riedbergstraße. Machen wir uns wieder an den Aufstieg. Wannenkopfhütte und Wannenkopf, da waren wir doch schon mal. Wir folgen etwas rechts der Abfahrtsspur, dem Weg zur Wannenkopfhütte. Vorbei an der Hütte erreicht man wieder die Lichtungen, die wir abgefahren sind, und es geht hinauf zum Bolgen. Hier sind wir in der Abfahrt von rechts gekommen. Im Aufstieg aber nehmen wir den Bolgen mit und gehen dann erst am Grat hinüber zum Wannenkopf. Wer nur zum Bolgen will, kann hier natürlich gleich wieder abfahren. Vorbei am tiefsten Punkt, an dem wir nach rechts abgefahren sind, gehen wir weiter zum Wannenkopf. Mittlerweile hat es wieder vollständig zugezogen und leicht zu schneien begonnen. Jetzt aber geht es an die finale Abfahrt hinunter nach Obermeißelstein. Und Schwung. Abfahren über die ersten oberen Hänge und die Schneise
kommen wir links der Aufstiegsspur in den großen Hang. Bei hoher Lawinengefahr muss man eventuell bei der Einfahrt etwas vorsichtig sein. Etwas unterhalb des rechten Waldrandes geht es nun zügig hinunter bis zur Forststraße. Heute staubt der Pulverschnee mal wieder richtig. Die Forststraße geht es nun nach rechts zurück und wir sind wieder beim Sackgassenschild. Über die Forststraße vorbei am Wildgatter kommen wir wieder an der Stelle mit dem Zustieg aus dem Wald. Hier halten wir uns kurz nach links und dann gleich wieder rechts die etwas steileren Hänge hinunter und mit einer kleinen Bachüberquerung kommen wir auf die ersten freien Hänge. Nun geht es nur noch die Forststraße nach unten. Diese sollte allerdings bis weit hinunter fahrbar sein, damit die Abfahrt richtig Spaß macht. Heute ging es bis fast zur Brücke vor dem Parkplatz.